noch einmal einen schönen Abend hier beim heurigen Mut. Unser Vortragender, der Herr Hörn, ist rechtzeitig eingetroffen, hat ziemlichen Stress gehabt auf dem Weg her nach Wien. Ja, wir sind heute hier bei der vierten und letzten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe der Dienstpatronachakademie Wort und Wein. Es freut mich sehr, dass heute so viele Gäste da sind und auch bei den vergangenen Veranstaltungen. Das war wirklich ein voller Erfolg und wir werden diese Veranstaltungsreihe natürlich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Bei uns zu Gast waren Henning Lindhof, Rahim Dagizadegan und der Aaron König. Heute ist zu Gast bei uns Investmentbank Gerald Hörhahn. Ich darf ihm ganz kurz vorstellen, er ist ein erfolgreicher österreichischer Investmentbanker, Unternehmer und Publizist. Und ganz kurz von seinem Lebenslauf, der ist wirklich beeindruckend und abwechselnd. Muss ich nachschauen, als Gymnasium in Mödling, Silbermedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade in Istanbul, Studium der angewandten Mathematik und Wirtschaft in Harvard mit Abschluss Magna Cum Laude. Lektor für Statistik in Harvard, Investmentbanker bei JP Morgan und McKinsey, seit 2003 Unternehmer im Finanzbereich, Aufsichtsrat mehrerer mittelständischer Unternehmen in Österreich und in Deutschland und Lektor an verschiedenen Universitäten. Vor kurzem hat er die Investmentbank Academy gegründet, wo Menschen der Umgang mit Geld gelehrt wird. Und natürlich ist er Autor von mehreren bekannten Büchern, von mehreren Bestsellern. Das bekannteste Buch, sein erstes, Investmentbank. Darum wird es heute auch gehen. Andere folgten Gegengift und Null Bock Komplott und derzeit arbeitet er an dem vierten Buch und auch das wird heute, glaube ich, etwas Thema sein. Ja, das Motto der heutigen Veranstaltung, warum ihr schuftet und wir reich werden, warum das so ist, werden wir jetzt gleich erfahren und ich darf das Wort gleich weitergeben an Herrn Hörhahn. Danke. Okay. Hallo, also mal besten Dank für die Einladung. Heute haben wir gutes Wetter. Ich hatte etwas weniger Glück bei der Anreise, weil von München nach Salzburg hat man ungefähr 2,5 bis 3 Stunden gebraucht aufgrund des Staus. Und unsere Verkehrspsychologen und ähnlichen Experten schaffen es halt immer wieder, auf der Straße einen Rückschritt zu schaffen, indem man sich mehr auf die Radarboxen fokussieren muss beim Fahren als aufs Autofahren. Ich hatte zwar einen Chauffeur die meiste Zeit, aber trotz allem recht mühsam. Aber heute möchte ich über was anderes reden, nämlich über das Thema Geld, finanzielle Unabhängigkeit und auch bei anderen Themen. Und ich habe mal ein paar Fragen an euch. Wer von euch hat ein Eigenheim auf Schulden? Hat das mal entweder gekauft oder hat es? Ein eigenes Haus. Und wer hat keines? Okay, durchaus gut. Nächste Frage. Wer hat von euch Wohnungen oder Immobilien als Geldanlage? Okay. Wer von euch hat sich schon mal ein neues Auto gekauft? Wo? Wer von euch hat irgendwo gelernt, wie man sein Geld investiert? Okay, war? Wer von euch arbeitet als Angestellter? Und wer als Unternehmer? Okay. Und wer von euch hat eine Online-Community, Social-Media-Community von mindestens 5000 Fans? Ein paar noch? Okay, von mehr als 2000 Fans? Okay, auch nicht wirklich viel mehr. Wer von euch hat schon mal Facebook, YouTube, Amazon oder andere Plattformen nicht als Konsument genutzt, sondern für sein Geschäft? Auch nicht sehr viele, ein paar. Wer von euch kann programmieren? Also eines muss ich euch sagen, eure Durchschnittswerte sind besser als an so manchen Universitäten, inklusive Elite-Unis manchmal. Ja? Also mal dazu Gratulation, also eure Zukunft schaut gar nicht so schlecht aus. Nächste Frage, wer von euch glaubt, dass das reicht, um sich an einem Abend niederzusaufen? Bitte Alkoholiker oder Leute, die sehr übergewichtet sind, bitte nicht abstimmen. 100 Euro. Wer von euch glaubt, dass in... Was? Ich sage mal so normal antrinken, aber ohne Alkoholismus und... Ich habe gesagt, hier. Wer von euch glaubt, dass in 20 Jahren das noch reichen wird, um sich anzusoffen? 20 Jahre? Glaubt das irgendjemand? Niemand. Okay, also... Und wer von euch glaubt, dass unser politisches Establishment die richtigen Antworten auf unsere Fragen hat, oder auf die Probleme, die wir haben. Wer von euch glaubt das? Wer von euch glaubt es nicht?
Okay, so eine Übereinstimmung habe ich selten gesehen. Ja? Und das heißt, wenn man erfolgreich sein will, was ist das? 100 Trillion Dollars. Zimbabwe, Central Bank of Zimbabwe. Ja, unsere Zentralbanken machen ja nicht etwas ganz Unähnliches. Ja, auch die drucken Geld. Ja? Aber vielleicht nochmal eine, wenn man sich heute anschaut, was auf der politischen Ebene geschieht, sollte einem klar sein, dass man für sich selbst vorsorgen muss, denn die Hoffnung, dass an der Staat irgendetwas gibt und nicht viel mehr vorher nimmt, sind de facto enden wollen bzw. null. Und ich sehe auch nicht irgendwelche Änderungen in der nächsten Zukunft. Und darum geht es im ersten Buch von mir, nämlich das nenne ich die 4 Finanzirrtümer der Mittelschicht. Ich habe sie mittlerweile noch um 2 weitere erneuert. Den 5. werde ich auch noch erklären und der 6. geht es dann im nächsten Buch. Und ich habe am Anfang gefragt, wer von euch ein Eigenheim hat. Das haben mir einige aufgezeigt, ein eigenes Haus auf Schulden. Wer von euch hat denn ein Eigenheim? Wer ist bereit zu sagen, wieso er ein Eigenheim hat? Wer traut sich? Okay? Ich hab's geerbt. Okay. Wer hat's nicht geerbt? Um eine gute Zukunft zu haben und eine Art Pension, weil das Eigenheim relativ wenig kostet im Vergleich zu einer Miete. Mir gibt's auch jemanden, der es begründen will, der sich traut? Ja? Ich hoffe, dass es mir bleibt, das gehört mir. Und die Miete zahlen brauche ich nicht, ich habe nur die mehr Kosten an Gebühren vom Vaterstaat. Das Eigenheim auf Pumpe in der Pampa ist einer der weit verbreitetsten Mythen. Ich gebe euch mal ein ökonomisches Beispiel. Vorab, ich liebe Immobilien. Also ich besitze mehr als 200 Wohneinheiten, primär in Deutschland. Ich freue mich jedes Monat, wenn die Mieten hereinkommen. Auch der Brexit, auch wenn er politisch bedenklich war und dumm und zeigt, wohin unsere Politik führt, der Polarisierung, hat mir ein Lächeln auf die Lippen gebracht, weil dadurch, dass ich viele Immobilien in Frankfurt habe, steigen dort die Mieten und die Kaufpreise, so schnell kann man gar nicht schauen. Das heißt, ich liebe Immobilien durchaus und ich finde das auch eine gute Geldanlage, auch wenn man nicht alles hineingeben sollte. Aber ich gebe euch jetzt mal noch ein Beispiel. Ich war mal eingeladen auf eine Housewarming-Party in Alland. Wer von euch weiß, wo Alland ist? Wo ist Alland? Und dort hat jemand ein Einfamilienhaus gebaut und eingeweiht. Und das Haus war ungefähr 300 Quadratmeter, Wintergarten, Garten und so weiter. Wie viel glaubt ihr, hat das Grundstück gekostet? Das war schon vor einigen Jahren, wo noch nicht so viel Geld gedruckt wurde. Nur das Baugrundstück. Das waren ungefähr 600 Quadratmeter. Was? Nein, es war gar nicht so viel. Also damals, das war natürlich, es ist relativ laut dort auch. Was? Ja, ungefähr. Also es waren ungefähr knapp, sie haben es auch relativ billig bekommen, also ungefähr 50.000 Euro. Wie viel glaubt ihr, hat das Bauwerk gekostet? Inklusive Einrichtung und Nebenkosten und allen möglichen und Baukostenüberschreitungen und so weiter. Wie viel hat das Bauwerk gekostet? Na wer, was? Wie viel? 150.000. Also ziemlich nahe, also es hat alles zusammen inklusive Einrichtung und allen gekostet, Wintergarten und allen möglichen 450.000. Ja? Die nächste Frage. Wie viel ist dieses Eigenheim nach 30 oder 20 Jahren, wenn meistens der Kredit noch nicht einmal abbezahlt ist, vor allem wenn man es mit Fremdwährungsfinanzierung gemacht hat, wie viele? Wie viel ist dieses Eigenheim dann wert? Geh mal auf 2 Punkte durch. Nummer 1, wie viel ist das Grundstück wert in 10 oder 20 Jahren? Wird das mehr oder weniger wert sein? Mehr. Ja, da der Herr Draghi so viel Geld druckt, wird es sicherlich mehr wert sein. Aber wird 20 viel mehr wert sein? Also ist Alland etwas, da gibt es schlechte öffentliche Verkehrsverbindung, wird das unendlich steigen? So stark wie in Wien oder in Frankfurt oder in Stuttgart? Also nehmen wir halt selbst an, das steigt auf 100.000 Euro, weil es ist nicht zu erwarten, dass die Gelddruckorgien weniger werden. Jetzt aber die nächste Frage. Wie viel ist das Bauwerk wert, wenn die weißen Wände nicht mehr weiß sind, sondern grau, das Wasser beim Wintergarten hereinregnet, die Katze das Sofa zerkratzt hat und die Küche, nehmen wir es mal, eher musealen Zustand hat? 200.000. Na. Also 200.000 kann man gelten lassen, weil man könnte es als Flüchtlingsheim vermieten.
Und damit kann man sicherlich noch etwas Ertrag liefern und damit hat das Haus einen gewissen Wert. Allerdings wird es auch gewisse Adaptierungsarbeiten an die gesetzlichen Voraussetzungen brauchen. Das heißt ungefähr, nehmen wir es mal an, das Grundstück ist 100.000 wert und nachher das Haus 200.000. Ist es ein gutes Geschäft, wenn man aus 500.000 in 20 Jahren 300.000 macht? Nein. Jetzt die nächste Frage. Wie sind die meisten Häuser oder Einfamilienhäuser finanziert oder Eigenheime? Werden die bar bezahlt oder in Österreich? Ja. Nehmen wir mal an, wenn man jetzt keine Finanzakrobatik mit Tilgungsträgern, Fremdwährungskrediten und ähnliches macht, wo am Ende, nehmen wir es mal, sehr viele Berater sehr viel verdienen und am Ende der Kunde das Risiko trägt, was muss man da an Zins und Tilgung zahlen? Und zwar langfristig, auch wenn jetzt die Zinsen sehr niedrig sind. Was muss man für sowas zahlen? Zins und Tilgung. Nein, aber jetzt mal prozentmäßig. Was zahlt man pro Jahr an Zins und an Tilgung? Was? Na, 10% Zinsen, das ist schon Wucher. Ja, ungefähr 4% ist okay. Also 5% oder 10%, das ist schon Wucher. Das machen amerikanische Hedgefonds. Und selbst die tun sich mittlerweile schwer. Heute habe ich eine Finanzierung verhandelt, was um 10% geht. Das heißt allerdings Mezzaninfinanzierung. Nächste Frage, was muss man ungefähr tilgen? Muss ich auch einen Kredit tilgen? Wenn man nicht tilgt, werden die Schulden nicht weniger. Welche Rate ungefähr? Ja, 3% soll man schon an Kredit tilgen. Ja, wenn ich jetzt sage, beispielsweise das Ganze hat 500.000 gekostet, die meisten haben sich irgendwie 100.000 Euro zusammengespart, hat man 400.000 Kredit. Wie viel ist 7% von 400.000? 28.000. Okay. Wie viel muss man als Angestellter verdienen in diesem Land, um 28.000 Euro bezahlen zu können? Na, wie viel? Mindestens 100.000. Na, das stimmt nicht. Also der Herr Kern ist noch nicht mit seinen vollen Forderungen durchgedrungen. Das vielleicht ergibt sich das noch, aber und die Grünpartei auch noch nicht, aber recht realistisch, was muss er verdienen? Ungefähr 50.000. Und was kostet das deinen Arbeitgeber, dass er dir 50.000? Nein, auch das stimmt nicht. Ungefähr 70.000. Ja, also man sollte nicht noch schon vorwegnehmen, dass die Grünpartei und die kommunistische Partei hier die Macht übernehmen. Ich würde euch bitten, das nicht zu machen, sondern auch bei der Realität zu bleiben. Ja? Ist, wenn man da einen Kredit bezahlt, ist dann schon der Kühlschrank gefüllt? Nein. Sind die Betriebskosten des Hauses bezahlt? Nein. Oder ähnliches? Also alles nein. Na, und wie viele Österreicher verdienen das, zumindest offiziell? Na schon, es gibt schon Leute, die es verdienen, aber... Was? Na, es gibt auch schon mehr Leute, die es verdienen, aber es sind ungefähr vielleicht... 10-15% der Bevölkerung. Ja? Das heißt, wenn man so etwas macht, ist man zumindest mal finanziell unter Druck. Jetzt die nächste Frage. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich liebe Immobilien und ich muss halt öfters beispielsweise einen Dachdecker beauftragen oder einen Installateur, wenn jemand das Klo angeschissen oder vollgekotzt hat und das Klo verstopft ist und mich dann Mieter meine Hausverwaltung anruft und sagt, hör an, wir haben ein kaputtes Klo, ich komme später nochmal zum Installateur in einer anderen Causa. Aber wenn ich jetzt den Installateur beauftrage, kann ich das von der Steuer absetzen. Schon, also ich schon. Als Besitzer von Anlegerimmobilien ja. Kann ich als Eigenheimbesitzer, wenn das Klo kaputt ist, kann ich es absetzen? Nein. Kann ich die Bankzinsen als Eigenheimbesitzer von der absetzen? Kann ich sie absetzen? Kann ich die Abschreibung des Gebäudes und der Möbel von der Steuer absetzen, ich? Ich kann es absetzen, weil ich wohne zur Miete und werde das auch immer machen. Aber, und kann der Eigenheimbesitzer es absetzen? Nein. Also allein aus steuertechnischer Sicht ist es ein finanzieller Selbstmord, das zu tun. Dann die nächste Frage. Ist es leicht, eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum von Wien oder in relativ zentraler Lage von Wien oder Graz oder Frankfurt oder Stuttgart zu vermieten? Oder ein Eigenheim in Alland. Was? Auch in Wien ist es leichter zu vermieten. Ja? Also wenn man hier in der Gegend oder selbst im 10. Bezirk in der Favoritenstraße eine Wohnung hat, eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung, ist es leichter zu vermieten als hier. Ist das Verhältnis zur Miete zu Kaufpreis bei der Ein-Zimmer-Wohnung in Favoriten oder meinetwegen auch selbst hier in der Gegend besser oder beim Eigenheim auf Pump? Wo ist das beim Eigenheim? Wo ist die Mietrendite besser? Also wo kriegt man mehr Miete im Verhältnis zum Kaufpreis?
Ja, bei der kleinen Wohnung. Die lasse ich nämlich leicht vermieten. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich hatte einmal zwei Wohnungen in einem Haus zu vermieten, was ich besitze in Wiesbaden. Eine war wirklich eine hässliche Einzimmerwohnung mit 28 Quadratmeter, wo man auf eine Bushaltestelle geschaut hat. Das heißt, wenn du Autobusse liebst, kannst du Autobusstudien machen und auf die Klimaanlagen und die Auspuffanlagen schauen. Die hat gekostet 480 Euro warm, 28 Quadratmeter. Und dann habe ich gehabt, eine 120 Quadratmeter Penthouse-Wohnung zu vermieten, mit Blick auf den Innenhof, mit Balkon und Eiger. Also die war durchaus schön und die hat ungefähr gekostet 1400 Euro warm. Wie lange habe ich für die Einzimmerwohnung gebraucht, um einen Mieter zu finden? Nein, einen. 58 Anfragen. Viele Leute wollten Autobusse studieren. Wie lange habe ich gebraucht, um die Penthouse-Wohnung zu vermieten? Ein Jahr. Na. Das wäre, also das Wort Leerstand ist etwas, was in meinem Wortschatz genauso wie Verlust nicht existiert. Das ist etwas, was verboten ist. Ja? Na, ich habe etwa 4,5 Wochen gebraucht, aber es war recht zäh und ich musste noch bei den Mietvorstellungen etwas nachlassen, was ich gar nicht gern tue. Damit ist es klar, je kleiner die Wohnung, desto besser. Die Mietrendite, je größer oder gar Eigenheim, Einfamilienhaus, ist die Mietrendite wahnsinnig schlecht. Das heißt, eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht und aus jeglicher ökonomischer Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, zur Miete zu wohnen und sich gleichzeitig Immobilien als Geldanlage zu kaufen. Glaubt ihr, dass eure Kinder euer Eigenheim lieben werden? Nein. Wer von euch glaubt? Wer von euch glaubt, sie werden das erstmögliches verkaufen? Okay. Und wer glaubt, sie wird es behalten und lieben? Wenig. Das heißt, das Eigenheim auf Pumpe in der Pampa ist der größte Finanzirrtum, der dazu führt, dass die Mehrheit der Bevölkerung 30 Jahre lang versklavt bleibt, extrem viel Arbeit hat, sich jeden Tag in den Stau stellt, ja, und am Ende etwas hat, was nicht sehr viel wert ist und was niemand haben will und was am Ende nur Arbeit verursacht hat. Und wenn es einmal schlecht geht und vielleicht die Raten etwas knapp werden, was macht nachher die Bank? Ja, nicht nur sie nimmt, sondern sie schreibt meistens zuerst, wenn man beispielsweise einen Job verliert, nette Briefe wie: Wir haben erfahren, dass sich ihre wirtschaftliche Situation verändert hat, gemäß § 33 Absatz 555 der Regelung XYZ der FMA sind wir verpflichtet, eine risikoadäquate Verzinsung für unsere Kreditengagements festzustellen, und da der Wert ihrer Sicherheit nicht ausreichend ist, um im Falle der Verwertung oder des Ausfalls ihres Arbeitseinkommens die entsprechenden Kreditraten zu tilgen, ersuchen wir sie, weitere Sicherheiten oder weiteres Eigenkapital beizubringen. Wenn man dann alles für die Kreditraten ausgegeben hat, was macht man dann? Ja. Ich kann ja sagen, wie ich auf diese ganze Idee gekommen ist. Das Eigenheim auf Pumpe in der Pampa ist der größte Finanzirrtum, da die Mehrheit der Bevölkerung 30 Jahre lang versklavt. Und ich habe schon mit 12 Jahren gesehen, dass das typische Mittelstandsleben richtig scheiße ist. Nämlich in der Früh aufstehen, im Winter Schnee schaufeln, dann sich irgendein Auto mit Nähmaschinenmotor zu setzen, um sich in den Stau dann zur Arbeit zu fahren und die Luft zu verbesten. Am besten mit Duck-Duck-Duck-Motor oder vielleicht sich in öffentliche Nahverkehrszüge zu quetschen, die verspätet und überfüllt sind. Nachher bei seinem Arbeitgeber irgendwo Zettel von A nach B nach C schieben. Heute heißt dann irgendwie PowerPoint-Präsentation und Compliance-Code und Risiko- und Hyperrisikomanager. Ja, und verhaltensbeauftragt und was da alles gibt, da muss man den richtigen Leuten in den richtigen Winkel in den Arsch kriechen, weil sonst fliegt man hinaus. Selbst wenn man es tut, kann es sein, dass der Chef von seinem Chef, dem Chef seines Chefs, seines Chefs nicht im richtigen Winkel in den Arsch gekrochen ist und irgendein Manager im Silicon Valley oder im fernen China sagt, die Abteilung brauchen wir nicht, weil sie ist Non-Core-Business und man verliert trotzdem seinen Job. Dann am Abend den ganzen Weg wieder zurück, wieder euer Auto ansparten, duck, duck, duck. Dann noch einkaufen fahren, dann kochen, putzen und am Ende singt man vor dem Fernseher im Eigenheim auf Pumpe in der Pampas zusammen und sagt, das Leben ist so schön, weil es alle anderen auch machen. Und ich habe damals mit 12 oder 13 Jahren schon gesagt, was soll der Scheiß und was will ich nicht. Und entweder komme ich in die Gosse, weil dafür zahlt sich nicht aus, um 7 in der Früh aufzustehen, das heißt, in der Gosse ist es nicht schön, also bin ich an die Spitze. Und dann habe ich relativ rasch verstanden, dass wenn man an die Spitze will, sehr viel arbeiten muss, ohne dem geht es nicht. Das habe ich schon auch mit 12, 13 Jahren kapiert. Und so bin ich eben auch auf diese Finanzirrtümer gekommen. Ja. Die nächste Sache, es haben ja viele gesagt, sie haben sich ein neues Auto gekauft. Wieso kauft man sich, hat man sich ein neues Auto gekauft beispielsweise? Es haben wahnsinnig viele ausgezeigt, ich habe ein neues Auto gekauft. Können Sie bitte aufzeigen? Und ich kann euch auch noch eines sagen,
Ich habe ein großes Verständnis, weil ich bin ein absoluter Autofreak. Ich habe eine Sammlung von 5000 Modellautos. Ich fahre selbst, was sicherlich nicht sehr ökonomisch ist, mehrere Autos mit über 500 PS. Auch wenn ich selbst fahre, verbrauche ich ungefähr doppelt so viel Benzin wie mein Chauffeur. Egal mit welchem Auto, egal ob es ein Audi Diesel ist oder ein Mercedes AMG. Das heißt, ich habe durchaus Verständnis für Autofreaks. Also ich bin nicht jemand, der sagt, so vegan, bitte Fahrrad fahren, ja, und so weiter. Also das bin ich nicht gerade. Auch wenn ich viel zu Fuß gehe und auch mit der deutschen und der österreichischen Bundesbahn relativ viel fahre. Aber wieso habt ihr euch ein neues Auto gekauft? Nein, aber neu. Neu beim Händler. Wieso? Wer hat sich schon mal ein Auto neu beim Händler gekauft und will es begründen? Ja, bitte. Weil ich mit dem Auto Geld verdient habe, weil ich 100.000 Kilometer im Jahr gefahren bin mit dem Wagen und habe zigtausende damit verdient. Das war der einzige Grund. Ja, welches Auto war das? Normalerweise ist das Audi oder war unterschiedlich, Mercedes oder Audi. Hat der Händler aber irgendeinen Rabatt gegeben oder hast du mit dem ein Spezialgeschäft gemacht? Nein, Rabatt natürlich. Ja? Wer hat sich ein neues Auto gekauft? Ja? Ich frage nochmal. Was ist der Grund? Lieber Herr, ich fahre meine Autos immer so lang, bis sie zusammenbrechen. Und ich hatte vorher ein Auto, einen VW, der war 20 Jahre alt. Und was ist dann die normale Schlussfolgerung? Man kauft sich ein neues. Und den fahre ich, wenn ich es überlebe, noch einmal 20 Jahre. Ja gut, aber es ist trotzdem, nehmen wir beispielsweise den VW, ja? Oder man kann ja auch viele andere neue Autos nehmen. Dann nehmen wir einen typischen, ich weiß nicht, was jetzt ein VW gekostet hat, aber wenn man einen halbwegs gut ausgestatteten VW oder Audi will, was kostet sowas mittlerweile neu, wenn man das schön ausstattet mit Lederpolsterung und ein paar anderen Extras? Was? Also da kriegst du kein gescheites Auto mehr, da kriegst du ein Auto mit Nähmaschinenmotor, sorry. Was? Ja, so ist es. Also wenn du 50.000 Euro ein neues Auto kaufst und ein bisschen was aus der Liste bestellst, beispielsweise Spezialmetallic-Lack, irgendwelche Felgen, irgendwelche S-Pakete bei Audi oder M-Pakete bei BMW und sonst irgendwelche Sachen, da lachen sie mit 50.000 Euro aus. Also da kriegst du ein kleines Auto. Ja? Aber nehmen wir mal an, was kostet das Auto? Nehmen wir an, es kostet 50.000 Euro. Du fährst normalerweise mit so einem Auto, beispielsweise fährst du 3 Jahre. Was ist das Auto nach 3 Jahren wert? Da musst du aber sehr viel Glück haben, dass du einen nackten Golf kaufst. Oder einen nackten Audi. Aber sobald du Extras kaufst. Was? Aber auch keinen Benziner. Vielleicht einen Skoda mit einem schwachen Dieselmotor. Vielleicht. Wenn du Glück hast. Also das heißt, du hast nach 3 Jahren und 100.000 Laufleistung, hast du normalerweise 50-75% Wertverlust. Je teurer die Autos sind, desto extremer sind es. Beispielsweise, um euch ein Beispiel zu geben. Ich fahre als Alltagswagen, weil ich ein Autofreak bin, recht schnelle Autos. Wer von euch hat mich mal schon im Internet verfolgt und weiß, was mein Alltagsfahrzeug ist? Nein. Ich habe mittlerweile auch ein Kind, also es braucht ein bisschen Platz haben. Sorry. Nein. Also mein Alltagswagen ist eine ML63 AMG. Das Auto hat 525 PS aus 6,3 Liter Hubraum. Und so ziemlich alles, was es irgendwo auf der Extraliste von Mercedes gegeben hat. Wie viel kostet das Auto neu? Na. Wie viel? 150. Aber Schilling, wenn? Wie viel Euro? Na, ungefähr in Österreich 200.000 Euro. In Deutschland wäre es korrekt. Was habe ich für das Auto bezahlt? Da müsste ich mich der finanziellen Dummheit geißeln, dann können sie herkommen, mich peitschen. Für absolute finanzielle Dummheit müsste man mich auspeitschen. Wie viel habe ich für das Auto gezahlt? Bitte noch daran denken, dass ich Unternehmer bin, das kann vielleicht etwas hilfreich sein. Was? Nein, ich hab das Auto gekauft. Nein. Wenn ich ein neues Auto kaufe, könntest du mich direkt peitschen für finanzielle Doppeldummheit. Ich habe ja gesagt, ich bin Unternehmer. Was glaubt ihr, wenn ich Unternehmer bin? Wie alt sind normalerweise Autos von Unternehmern? Ein Jahr. Nein.
Es gibt in Österreich etwas, das nennt sich die Luxustangente. Das heißt, dass man Autos, die 5 Jahre alt sind, ohne Luxustangente abschreiben kann. Deswegen müssen Autos immer 5 Jahre alt sein. Wie viel habe ich für das Auto bezahlt? 70. Was? 70. Na, es waren etwas mehr als 30. Deutschlandpreis wäre 30 gewesen, Österreichpreis knapp 40. Inklusive 2 Jahre Garantie. Und wie viel kann ich das Auto jetzt noch verkaufen, nachdem ich über 100.000 Kilometer darauf gefahren bin? Nachdem wie viel kostet das? Nein, 20.000. Ein Russe oder Kasache kauft so ein Auto. Es ist in schwarz, mit sowas kriegt man locker los. Das heißt, ich habe de facto 20.000 Euro Wertverlust. Exklusive noch, wenn man Kapitalkosten rechnet. Was ist die Differenz zwischen 40 und 160? Sorry, zwischen 40 und 200, was ist die Differenz? 160. Was kann mit 160.000 Euro noch machen? Nein, da muss man besonders dumm sein. Da muss man da ist ja einer mehr, ich gebe dir ein Beispiel. Ich kann eine Einzimmerwohnung kaufen. Naja, da kannst du schon mehr als eine kaufen. Also. Na, ich gehe davon aus, bei dem, was Sie fahren, dass Sie es ordentlich voll tanken können. Also da ist aber so, die Benzin ist gar nicht so arg. Ich hatte nämlich jetzt von Renault mal zur Verfügung gestellt gehabt für die Dienstreise nach Alpbach ein Renault. Und selbst das Auto habe ich den Tank dauernd leer gefahren. Also es hilft bei mir nichts. Aber wenn Sie so viel Geld haben, hätten Sie noch eine ruhige neue kaufen können. Müssen Sie nicht mit so einem alten Kübel fahren? Ist ja kein alter Kübel. Er reicht trotzdem noch, dass wir die reicht der Wagen, ist ein Unterschied in Lebensqualität. Also reichen beide Autos darum, dass man seinen Führerschein verliert und dass man um Mitternacht noch eine ganze Ortschaft aufwecken kann. Ja, und man kann in beiden Autos auch entsprechend Party machen und entsprechend bei Tempo 180 in engen Kurven fahren im Sportmodus. Also der Unterschied in Lebensqualität ist gering. Der Unterschied aber in wirtschaftlichen Dingen sind 160.000 Euro. Und zum Zeitpunkt, wo ich das Auto gekauft habe, konnte man beispielsweise noch mit 160.000 Euro 10 kleine Wohnungen in Deutschland anzahlen, die nach 20 Jahren abbezahlt waren. Heute wären es vielleicht bei den hohen Immobilienpreisen 7. Wie viele Miteinnahmen haben 10 kleine Wohnungen in Wien oder Frankfurt im Monat? Ja, ungefähr 4.000 bis 5.000. Das heißt 50.000 bis 60.000 im Jahr, relativ steuereffizient. Das heißt, die Entscheidung, ob man einmal ein Luxusauto neu oder gebraucht kauft oder dreimal ein normales Auto neu gebraucht, ist der Unterschied, ob man, wenn man das Geld richtig veranlagt, ob man nach 20 Jahren finanziell unabhängiger ist oder nicht, zumindest als Normalbürger. Das ist der Unterschied. Schlicht und einfach reine Ökonomie. Ja? Der Unterschied an Lebensqualität habe ich noch nie verstanden. Ja? Also egal was, wir haben noch nie jemanden erklären können, dass das neue Auto so einen spürbaren Duft oder ähnliches hat, dass das 160.000 Euro bei Mercedes und vielleicht bei einem normalen Auto 30, 40, 50.000 Euro niemand beansprucht. Und wenn man das noch auf Schulden finanziert, dann ist man überhaupt ein Volltrottel. Weil dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie sind die meisten Autos auf unseren Straßen finanziert? Was ist Leasing? Mietvertrag mit Kaufoption oder nicht Kaufoption. Nein, aber was ist de facto? Es ist so ähnlich wie ein... Nein, es ist normalerweise wie ein Kredit. In Deutschland gibt es tatsächlich Leasingmodelle, die tatsächlich eine Miete sind, aber in Österreich hat der Kunde meistens das Restwertrisiko. Und damit ist es ein Kredit. Es sind Schulden. Ich war mal mit einem Kumpel von mir bei der Mercedes Leasing Bank in Deutschland und der wollte, das war schon vor einigen Jahren, da waren die Zinsen etwas höher, und der wollte ein Auto auf Leasing finanzieren. Und die haben gesagt, Leasing Sonderangebot 8%. Dann habe ich sie gefragt, naja, was kostet denn das normal? Und sie haben gesagt, naja, das ist schwierig zu sagen. Wenn Sie heute eine silberne A-Klasse kaufen, mit Diesel, mit Navigationssystem und Lederpolsterung und einem schwachen Motor, dann und Sie eine gute Bonität haben, beispielsweise verbeamtet sind, dann zahlen Sie ungefähr 7-9% Zinsen. Aber wenn Sie heute eine pinke Mercedes R-Klasse AMG ohne Navigationssystem mit Velourpolsterung kaufen und vielleicht im horizontalen Gewerbe tätig sind, dann zahlen sie zwischen 20-25% Zinsen. Weil sowohl das Auto nicht verwertbar ist, als auch Einkommen nicht da ist. Das heißt, heute mögen die Zinsen etwas geringer sein, aber was zahlt man für beispielsweise sonstige Arten von Konsumkrediten für Zinsen? Was? Na, mehr als 10% teilweise, manchmal zahlt man auch 1% im Monat, das sind dann 15% oder 13% pro Jahr, aber jedenfalls, man zahlt relativ viel. Und wer Konsumschulden macht, ist wie ein Drogen- oder Kokainkonsument, das ist vielleicht das erste Mal lustig, das zweite Mal auch,
und am Ende geht man daran kaputt. An Drogen geht man physisch kaputt, man landet im Gefängnis oder am Friedhof. Und an Konsumschulden landet man normalerweise, kommt der Kuckuck. Und macht Kuckuck und macht Schnapp Schnapp. Und alles ist weg. Das heißt, wer Konsumschulden macht, ist ein Vollidiot. Das Einzige, was man mit Konsumschulden machen kann, ist sie kaufen. Und sie besitzen und sich an den hohen Zinsen und Gebühren erfreuen, die Konsumschulden erwirtschaften. Vielleicht noch ein Beispiel, um das zu illustrieren. Wer von euch fährt ein Fahrzeug von General Motors? Wer weiß, wer kennt General Motors? Ja. Baut Opel die besten Autos? Sind das wunderschöne Autos oder General Motors? Also beispielsweise, ich habe irgendwo jetzt gesehen, ein Opel Mokka. Ich habe mich gefragt, wie kann man so ein Auto so hässlich bauen? Da müssen ja Komitees von Komitees sich anstrengen und Kompromisse oder Kompromisse machen, dass man so ein hässliches Auto produziert. Es gibt aber noch ein hässlicheres in Amerika. Ihr könnt das im Internet nachschauen, das heißt Pontiac Aztec. Könnt ihr euch anschauen, wenn du jemanden ohne Ehrenbeleidigung beschimpfen willst, sagst du, du bist ein Pontiac Aztec. Die schlimmere Beschimpfung ist, du bist ein ukrainischer Zatz. Dann hat man keine Ehrenbeleidigung, wenn man Stewardess wieder mal das Wasser hierüber leert oder sagt, man kriegt keine zweite Flasche Wasser. Ich muss auch was dazu sagen. Ja? Ich habe jetzt einen Opel Corsa, General Motors. Ja? Null Anzahl, null Leasingrate, zahlt 98 Euro im Monat und habe das Auto kostet 12.000 Euro, zahlt 98 im Monat, das sind im Jahr 1.200. Ich habe es auf 4 Jahre geleast, sind 4.800 Euro, dann gebe ich das wieder zurück. Das ist ein Schnäppchen. Ja, wenn es eine Rücknahmegarantie hat, aber wenn es keine hat, dann kommt am Ende des Leasingvertrages, bitte bezahlen. Wehrlaufleistung und Schäden und. Ja? Ich hatte ja schon mal einen Opel Corsa, der habe ich sogar bis auf 190 am Weg nach Wacken gebracht zum Festival. Als Mietwagen. Ja? Aber grundsätzlich ist mal General Motors bankrott gegangen im Jahr 2008, weil sie nicht gerade schöne und gute Autos bauen. Es gab aber einen Teil von General Motors, der nie bankrott war, der hat geheißen G-Mac. Wofür steht G-Mac? Ja, G-Mac heißt General Motors Acceptance Corporation. Also das hat ja schon im Namen, to accept. Das heißt, sie nehmen die Zinszahlungen und die Gebühren entgegen. G-Mac war immer die Firma, die für General Motors oder die ganzen hässlichen Autos finanziert hat, auf Schulden. In Amerika macht man die Leute noch mehr Schulden als bei uns. Und deswegen hat G-Mac immer große Gewinne gemacht und sehr viel verdient. Selbst wie bei General Motors selbst bankrott war. Das heißt, Konsumschulden zu machen, ist wie Drogen konsumieren. Wenn man es macht, sollte man sie höchstens besitzen und sich an den Zinsen erfreuen. Das ist Finanzirrtum Nummer 2. Dann der nächste Punkt ist, wer von euch hat schon mal investieren gelernt oder hat sich damit beschäftigt? Habt ihr das an der Schule oder Universität gelernt? Was? Ja. Wenn du jetzt heute beispielsweise jemanden aus Äquatorialguinea oder aus Australien in Kitzbühel auf die Streif stellst und sagst, fahr runter, was passiert damit? Was? Beim Runterfahren. Die Frage ist, ob der Rettungshubschrauber oder Leichenwagen kommt. Das ist die Frage. Und was ist, wenn da jemand, der noch nie Auto gefahren ist, plötzlich bei Nässe einen Ferrari Maranello oder so irgendwas hinstellst? Was passiert dann meistens? Was? Der da hängt sie. Ja, das kann man sagen. Das heißt wiederum Frage Rettungshubschrauber und Leichenwagen. Und die meisten Leute haben beim Thema Investieren genau dieselbe Sache. Sie beschäftigen sich sehr viel mit Yin-Yang und Yogakursen und anderen unnötigen Dingen, ja? Weil sie so viele Probleme haben, weil sie kein Geld haben. Und stattdessen müsste man sich nicht mit irgendwelchen Yin-Yang- und Yoga-Kursen oder Sonderangeboten im Supermarkt beschäftigen, sondern genau um das Thema Geldanlage, Altersvorsorge, Asset Allocation, Versicherungen, wie beispielsweise private Gesundheitsversicherung oder die Versicherung von Immobilien und ähnliches. Aber das ist für die meisten Leute zu langweilig und deswegen beschäftige ich mich lieber mit dem Sonderangebot im Supermarkt und gehe dann in den Yin-Yang- und Yoga-Kurs, um sich dann entsprechend die Probleme vom Hals zu schaffen zu lassen, angeblich, die sie nicht hätten, wenn sie sich mit dem Thema Geld beschäftigen würden. Problem ist ja derzeit, dass in der Vergangenheit war es zumindest so, wenn du etwas Wiff hast, hast du noch nicht so viel wissen müssen und hast ein paar Wohnungen gekauft, ein paar Staatsanleihen und ein paar Aktien und du hast brav gearbeitet und hast was auf der Seite gehabt, dass du irgendwann aus den Erträgen deines Vermögens leben können. Da der Ertrag hier und auch andere Zentralbanken so schnell drucken, dass man gar nicht schauen kann und Währungsexperimente aller Art machen,
Die Zentralbanken beginnen jetzt schon, kaufen schon Staatsanleihen, sie werden bald Aktien kaufen, vielleicht kaufen sie auch bald Golden Immobilien. Dann haben wir den Kommunismus in neuer Form. In Europa sind sie beim Überlegen. In der Schweiz kaufen sie es schon, in Japan kaufen sie es schon. Und in England sind ja mittlerweile die Anleihen zum Kaufen ausgegangen. Deswegen haben sie sich schon überlegt, synthetische Anleihen zu generieren, so wie bei der vor der Finanzkrise bei Lehman Brothers. Hatte man beispielsweise synthetische Kredite kreiert, weil es zu wenig Kredite zum Verbriefen gegeben hat. Und das heißt, heute hast du nicht mehr die Chance, wenn du dich nicht beschäftigst, dass du ein paar Wohnungen kaufst, ein paar Anleihen und ein paar Aktien und damit deinen Lebensabend sicherst. Das heißt, du musst dich sehr aktiv damit beschäftigen, mit dem Thema Asset Allocation und wie dein Geld investierst, weil sonst wirst du schlicht und einfach verarmen. Dank unserer Zentralbanken und dank unserer Politik, die halt das Geld in entsprechender Weise verwendet. Und investieren ohne eine Ahnung, sagen wir jetzt genau wie vorher beschrieben. Und meine Meinung dazu ist, wer vermögend sein will oder auch finanziell unabhängig, der muss sich damit viel beschäftigen. Du brauchst mehr denn je eine klare Asset Allocation Strategie und du musst Risiko managen können und du musst vor allem eines, du musst dich besser auskennen als alle anderen oder sehr viele. Beispielsweise, wenn ich heute nach Frankfurt fahre, hat mein Makler gehabt, und der hat die Adresse von einer Wohnung zum Besichtigen nicht gefunden. Dann habe ich dem Makler gesagt, na, da müssen Sie fahren. Gesagt, hören, wie wissen Sie das? Er hat gesagt, naja, ich weiß, weil ich mich auskenne. Ich habe in meinem Leben 3200 Wohnungen besichtigt. Und jetzt zeigen Sie mir gescheite Wohnungen, weil die Wohnung, die Sie mir zeigen müssen, ist ein Schatz. Ja? Wenn du dich besser auskennst als der Makler, der vor Ort ist, und wenn du dem Frankfurter als Österreicher den Weg weißt und dem Stuttgart in Stuttgart, dann kannst du gute Geschäfte machen. Ja? Und ich kann den Leuten sowohl den Weg weisen zu den Immobilien als auch im Neid. Als auch im Nightlife. Tja, in Stuttgart ist der Unterschied zwischen Stuttgart und Berlin. In Berlin können die Leute feiern ohne Ende. Sie haben meistens in der Schule das Vorzeichen falsch gelernt. Sie haben Plus und Minus verwechselt. Ja? Niemand hat da Geld, aber alle feiern. Groß bis 5 oder 6 oder 7 oder 8 in der Früh. Und in Stuttgart ist alles stockkonservativ. Die Stadt ist sauer langweilig. Und den Leuten steht das Geld überall unter die Ohren raus. Ich habe zum Beispiel eine Stuttgarter Unternehmerin, die ist, sagen wir so, ich schätze mal, ein Nettovermögen von über 100 Millionen, also nicht ganz arm. Die fahren mit einem 21 Jahre alten Mercedes. Und wenn wir essen gehen gemeinsam, wird die Kreditkarten, wird die Rechnung auf Cent genau abgerechnet. Ja, das ist Stuttgart. Aber die Stadt ist reich. Während Berlin ist das Gegenteil davon, dafür kann man die besten Partys in Berlin feiern. Aber nochmal, investieren ohne eine Ahnung zu haben, ist der dritte Finanzirrtum. Wenn man heute investiert ohne eine Ahnung zu haben und sich gar nicht damit beschäftigt, dann wird man verarmen. Dank unserer Zentralbanken. Das heißt, das Thema ist noch akuter geworden. Und der vierte Finanzirrtum, was ist der größte Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Unternehmer in wirtschaftlicher Hinsicht? Selbst wenn du dieselbe Tätigkeit machst, das selbe Bruttoverdienst, was sind die größten Unterschiede in wirtschaftlicher Hinsicht? Das trägt heute ein Angestellter auch, wenn du heute ein Bankmitarbeiter bist und beispielsweise es kommt irgendein Eisverkäufer, der halt irgendwo Geld veranlagen will und es stellt sich heraus, dass der kein Eisverkäufer ist, sondern vielleicht ein russischer Spion oder vielleicht irgendein Terrorist. Und da, nein, dann wirst du aus der Bank fristlos entlassen. Ja, du hast ein Strafverfahren am Hals. Und du verlierst deinen Job und wirst um mehr Geld verklagt, sogar von der Bank und von der FMA, als du jemals deine ganze Karriere hättest dort verdienen können. Und das ist kein Einzelfall, das betrifft heute die Bauwirtschaft. Wenn du heute beispielsweise in der Bauwirtschaft arbeitest und irgendwas falsch machst und angeklagt wirst wegen Ausländerbeschäftigung, Schwarzarbeit oder in der Medizin, wenn du irgendwelche medizinischen Fehlgriffe hast. Die Zeiten, wo ein Angestellter kein Risiko hat und ein Unternehmer nur Risiko, die Zeiten sind vorbei. Heute haben Angestellte Risiko und Unternehmer Risiko. Die Aussage hat sich in den letzten 20 Jahren revidiert. Aber was sind denn wirtschaftliche Unterschiede? Na, alles nicht, aber alles, was steuerlich legitim ist, kann er. Ja. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, ein Angestellter hat arbeitet, wie viel Steuern zahlt er? Na, was ist der Marginalsteuersatz? Du streichst dich besonders an, du bist besonders fleißig. Du bist jemand, wo meistens dann die anderen Angestellten sagen, hörst, wie bei meinem ersten Praktikum, Herr Hören, arbeiten Sie nicht so viel. Nein, normalerweise 50, im Extremfall 55. Ja?
Aber das heißt, wir hören, arbeiten Sie nicht so viel. Das war mein erstes Praktikum. Weil wenn Sie so viel arbeiten, dann glaubt unser Chef, wir müssen auch so viel arbeiten. Und das wollen wir alle nicht. Weil dann müssen wir mehr als früher arbeiten und wir wollen uns gemütlich haben. Herr Hören, lassen Sie uns machen das langsam und bedächtig. Willkommen an unserer Bank. Ich sage nicht, welche Bank. Ja? Also 50% hast du überall auf der Welt als Angestellter. Wenn du heute als Unternehmer mit einer Körperschaft, das heißt GmbH oder Aktiengesellschaft, agierst und das Geld nicht verkonsumierst, also kein Eigenheim, kein neues Auto und ähnliches, was bezahlst du dann für Steuersatz? Als Unternehmer 35? Wie gesagt, bitte doch nicht die Wertschöpfungsabgabe vorwegnehmen, das ist, wäre ein Grund auszuwandern. Wie viel zahlt man derzeit in Österreich Unternehmenssteuer? 25% ist korrekt. Ja, wenn man es in der Firma lässt und dort wachsen lässt und für Unternehmens- und Vermögensaufbau verwendet, dann zahlt man nur 25% Steuer. Das heißt, der Unternehmer zahlt einmal eher die Hälfte an Steuern als ein Angestellter. Und das, was unser Steuersystem besonders fair macht, ist, wenn du heute ein größerer Unternehmer bist und dir beispielsweise Tochtergesellschaft in Bulgarien, in Malta, in Zypern, in Irland, in Amsterdam oder ähnliches leisten kannst, was ist dann ein effektiver Steuersatz? Null. Nein, das ist falsch, weil du auch in diesen Ländern Steuer zahlst. Nein, selber sagt, du musst schon eine Infrastruktur, aber nehmen wir es mal, du bist tatsächlich hast ein legitimes Geschäft, was international ist und du kannst Konzerntransferpricing machen, dann zahlst du ungefähr 15% Steuern. Und wenn du heute ein großer internationaler Konzern bist, wie beispielsweise Google oder Apple, oder wenn du ein Milliardär bist, welchen Steuersatz zahlst du dann? Na, 0,5 ist etwas zu hart, aber sagen wir vielleicht gnädigerweise 2%. Das ist unser faires, progressives, gerechtes Steuersystem. Ja? Als Angestellter bist du der, der am meisten bestraft wird. Das heißt, du musst überlegen, ob es Sinn macht, als Angestellter zu arbeiten. Der zweite wirtschaftliche Punkt ist, als Angestellter, was passiert, wenn das Unternehmen verkauft wird? Hast du nachher Champagnerlaune? Als Angestellter, was machst du, wenn das Unternehmen verkauft wird? Beispielsweise, es steht jetzt in der Zeitung, erfolgreicher Unternehmensverkauf, Investmentbanker, wie beispielsweise ich, verkauft ein Unternehmen an einen amerikanischen Konzern und du bist Angestellter. Was machst du dann? Freust du dich und applaudierst und öffnest den Champagner oder nicht? Was? Nein, einen neuen Job. Okay, sucht man sich einen neuen Job. Ja? Weil ich die Gefahr ist, dass er einen Job verliert. Was macht der Unternehmer, der die Anteile verkauft für teures Geld? Der freut sich. Der freut sich, weil er, was hat der, was der Angestellte nicht hat? Einen Anteil. Nein, einen sogenannten Firmenwert. Der Unterschied ist, dass der Unternehmer durch seine Arbeit einen Firmenwert schafft, den der andere bezahlt. Während der Angestellte ist nie am Firmenwert beteiligt, der ist immer nur im Hamsterrad. Das ist der große Unterschied. Das heißt, es gibt allein zwei wirtschaftliche Argumente, sich zu überlegen, ob man Angestellter sein soll. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt, wenn du nur eine Einkommensquelle hast, ist das sehr risikoadäquat, wenn du eine einzige Einkommensquelle hast? Ist das gutes Risikomanagement? Nein. Wie viele Einkommensquellen hat ein normaler Angestellter? Keine. Was passiert, wenn beispielsweise dein Chef, deines Chefs nicht im richtigen Winkel in den Arsch gekrochen wird und die Abteilung zugemacht wird? Was passiert dann? Dann bin ich raus. Ja? Und was passiert, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt? Und was passiert, wenn du dich nicht geschickt anstellst oder nicht den richtigen Compliance-Code erfüllst? Ja, ist es leicht, wenn wir beispielsweise in einer Branche oft viele Leute entlassen werden, an der Branche einen Job zu finden? Was passiert, wenn du noch Konsumschulden hast? Was passiert dann? Du bist Angestellter, verlierst deinen Job und hast dein Eigenheim auf Pump. Was passiert dann meistens als nächstes? Ich verliere meinen Eigenheim. Ja, du bekommst das Schreiben von einer Bank, was ich vorher erwähnt habe. Bitte bringen Sie mir Eigenkapital bei und wir erhöhen Ihre Zinsen. Und wenn du das Eigenkapital nicht hast? Ja, dann verlierst du dein Haus und dann kommt der Kuckuck. Und nimmt alles weg. Oder schnappt dir das kleine Krokodil. Also auch wenn in unserer Gesellschaft das immer anders gelehrt wird, weil ja jeder immer das Gleiche haben will, nur etwas besser, ist die Tatsache, dass die Kombination aus Angestelltenjob und Konsumschulden und Eigenheim auf Pump nicht eine risikoarme Strategie ist, wie es jeder sagt, sondern die risikoreichste Strategie, die du im Leben fahren kannst. Das ist ungefähr so eine Kombination, wenn du in ägyptische, nordkoreanische und ukrainische Staatsanleihen investierst, vom Risikomanagement her. Also wie gesagt, das ist gut, Angestelltenjob,
Mit Konsumschulden und Eigenheim auf Pump ist, wie wenn man nordkoreanische, ägyptische und ukrainische Staatsanleihen kauft. Oder vielleicht noch in diese Länder abwechselnd verreist. Was? Ja, die ist durchaus, aber ich sage, das heißt nicht, dass sie ihre Staatsanleihen jemals bezahlen. Das heißt, die vier Finanzirrtümer, Eigenheim auf Pump in der Pampa, Konsumschulden, investieren ohne eine Ahnung zu haben und gleichzeitig noch zu glauben, ein Angestelltenjob ist sicher und Unternehmertum ist unsicher. Das sind aber erst die ersten vier, um die es in meinem ersten Buch geht. Es gibt aber noch zwei weitere und zu denen komme ich jetzt. Wieso würde ein Investmentbanker in eine Kirche gehen, wenn er nicht die Kirche verkaufen will, die Kirche eine Sale and Leaseback Transaktion machen will oder aus der Kirche ein Luxuswohnobjekt machen will? Wieso geht ein Investmentbanker jeweils in die Kirche? Was? Heiraten, habe ich gehört. Korrekt. Und egal welcher Religionsgemeinschaft du angehörst, was sagt der Geistliche, egal ob es der Pfarrer, der Rabbiner oder der Imam ist, zum neu gepaarten Brautpaar? Was sagt er denn, wenn man in die Kirche geht und heiratet? Du darfst die Frau küssen. Ja, was noch? Dann sagt er vorher noch etwas. Willst du heiraten? Ja, das auch, aber was noch? Ja, ich will. Nein, aber ich sag doch etwas. Bis der Tod euch scheidet, Treue auf immer und ewig. Das sagt jeder Geistliche, vom Pfarrer bis zum Imam, bis zum evangelischen Geistlichen. Das Problem ist nur, dieser Herr hat recht. Die Kirchenorganisationen, Religionsgemeinschaften sind sehr geschickt, was das Thema Geld betrifft. Und so haben sie auch in diesem Fall vollkommen recht. Weil selbst wenn du beispielsweise in Österreich und in Deutschland eine Kombination in der Regierung aus der Frau Wessely, der Grünpartei und vielleicht auch der Frau Wagenknecht hättest, die eine Regierung bilden, und dann vielleicht in Deutschland auch hast du vielleicht die Grünpartei und die Linkspartei bilden eine neue Regierung, die Frau Wagenknecht ist dann Bundeskanzlerin und die Hamburg-Innensenatorin von den Grünen ist Finanzministerin, wo als erstes Leute wie ich an den Pranger gestellt werden, zweitens alle Grenzen geöffnet werden, drittens die Mieten auf 5 Euro reduziert werden, viertens natürlich die Steuern auf 80% erhöht werden und alle Leute gezwungen werden, mit dem Fahrrad zu fahren. Das heißt, Autos, so wie meine, haben dann 850% Steuern. Wäre das schlimm? Es muss doch klar sein, eine Scheidung ist auch schlimmer als das wirtschaftlich. Bei einer Scheidung verlierst du zumindest 50% deines Vermögens plus hast Alimentezahlungen zu leisten. Und wenn du beispielsweise ein Eigenheim auf Pump in der Pampa hast, kann es dir passieren, dass dein Ehepartner noch in dem Haus lebt und du weiterhin die Schulden bezahlen darfst, obwohl du nicht einmal da drinnen lebst und dir es nicht mehr gehört. Ja schon, aber die Scheidung ist das größte wirtschaftliche Risiko, was die Menschen haben. Beim Mann ist es oft die Schwanzsteuerung, die auch noch dazu führt, dass viele Leute ihre unternehmerischen Karrieren und ihre Firmen kaputt machen. Auch das habe ich beispielsweise erlebt. Ich war einmal beispielsweise, habe ich einen Kunden gehabt, der hat ein durchaus stabiles Geschäft gehabt. Er hat leider Gottes dann eine teure Freundin gehabt und hat wenig gearbeitet und etwas viel gevögelt. Dann hat sich das Marktumfeld etwas verschlechtert und ich habe ihm 3 Ratschläge gegeben. Bitte arbeite mehr, vögel weniger und gib weniger Geld aus. Und er hat mich als kleingeistigen Buchhalter angeschrien, was ich mir eigentlich einbilde, ihm zu sagen, und ich verstehe seine Visionen nicht. Ich habe ihm gesagt, in 2 Jahren bist du bankrott. Nach 1,5 Jahren habe ich ihn angerufen und habe ein Gedicht vorgesagt. Kurti, Kurti, komm doch her, gib bitte die gestohlenen Taler her. Die Kinder fragen, was ist los? Der Kurti schweigt und vögelt drauf los. Das kann man auch nennen als Firmenvergewaltigung, weil 285 Leute ihren Job verloren haben und so weiter. Aber ich sage mal so, private Unstimmigkeiten, insbesondere auch das Thema Scheidung, ist schlimmer als die Kombination aus Links- und Grünregierung für dein Vermögen. Das heißt, wenn man heiratet, am besten mit Ehevertrag und dem Sachstand der Gütertrennung, oder man heiratet nicht, so wie ich, oder man ist sich treu auf immer und ewig. Alles andere ist ein sehr großes wirtschaftliches Risiko. Das ist der Finanzirrtum Nummer 5, dem etwa 60% der Österreicher die Heiraten erliegen. Also gar nicht so wenig. In den Großstädten ist es sogar noch etwas mehr, wie beispielsweise in Wien. Also aus Sicht einer Frau ist das Risiko gar nicht so hoch, oder? Ich widerspreche dir dazu 100%. Super. Eine meiner Freundinnen ist eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Unternehmerin. Die hat etwa, ich schätze, 300 Millionen Vermögen. Und die haben einen Familienkonzern in der Automobilzulieferindustrie.
Ja? Und ihre Schwester hat plötzlich einen mittellosen amerikanischen Polizisten geheiratet. Oder wollte ihn heiraten. Und meine Freundin, mit der ich gut befreundet bin, ist nachher extra zu einer Emergency nach New York zur Anwaltskanzlei Skadden Arps gefahren und hat sich einen 150-seitigen Ehevertrag entwerfen lassen, hat ihre Schwester genötigt, ihren neuen Lover aus irgendwo, ich glaube Pittsburgh oder irgendwie, unterschreiben zu lassen, um sicherzustellen, dass nicht plötzlich irgendein amerikanischer Polizist bzw. dessen Anwalt Anteile am deutschen Konzern hat. Ja? Und was mir viele reiche Frauen erzählen, wie viele dumme Männer es gibt, die spielen für saufen, Drogen nehmen und nichts tun und die sie dann erhalten dürfen, es geht in beide Richtungen. Wenn du vermögend bist, musst du aufs Vermögen aufpassen. In alle Richtungen. Also diese Aussage ist falsch. Diese Aussage ist auch dann richtig, wenn du faul bist. Ja? Also das ist der fünfte Punkt. Jetzt gehen wir aber zum größten Finanzirrtum, den die meisten Leute überhaupt noch nicht erkennen. Und da gehe ich beispielsweise wieder, ich habe ja einmal einen Installateur, der die verstopften und angekotzten Klos wieder in Ordnung bringt, erwähnt. Der hat auch noch eine zweite Bedeutung in meiner Geschichte. Beispielsweise, Mieter ruft an und in Hannover habe ich eine Wohnung und das Klo ist verstopft und quillt über und droht die Wohnung zu überschwemmen. Und dann sage ich meiner Sekretärin, such mir doch bitte einen Installateur in Hannover. Was sage ich da meiner Sekretärin? Such mir einen Installateur. Und was macht sie dann als nächstes? Ja, wie sucht sie denn? Was macht sie denn? Was? Ja, wo? Sie weiß ja nicht, wer sie in Hannover hat. Was macht sie? Sie schaut im Internet. Auf welche Plattform geht sie normalerweise? Sie schaut auf Google, Installateur Hannover. Jetzt findet sie da ein paar Installateure. Jetzt die nächste Frage an Sie. Welcher Installateur ist denn gut? Was wird sie als nächstes machen? Was? Ich habe gehört, Bewertungen, Online-Auftritt und so weiter. Das heißt plötzlich, selbst ein Installateur, der keinen Online-Auftritt hat, wird ihn meine Sekretärin finden. Und der einen ganz schlechten hat, dem das vollkommen wurscht ist. Der sagt, Google ist böse und ich fühle mich bedroht. Ja, wird der von meiner Sekretärin ausgewählt werden, um den Auftrag für das Klo zu bekommen? Ja, wer benutzt sie heute noch? In Hannover, ich habe keine gelben Seiten aus Hannover. Ja, die sind im Internet ja auch drinnen. Ja, aber wer benutzt sie heute noch wirklich? Also, bei mir, ich kann eine Umfrage in meiner Firma machen, ich wette mit dir eine Flasche Champagner. Und ich bin mir sicher, dass keiner sie jemals benutzt hat. Keiner in meiner Firma. Ja? Das ist eine leichte Wette, keiner. Nur wenn sie einer benutzt, gewinnst du schon eine Flasche Champagner. Willst du wetten? Eine Flasche Champagner. Gerne, gerne. Wir machen die Umfrage, du kommst in mein Büro in die Singerstraße. Wir filmen es auch gleich ab und stellen es auf YouTube. Wenn du verlierst, stellen wir es auf YouTube. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Flasche Champagner, dann stellen wir es auch auf YouTube. Der Punkt ist, ich kann aus der Sache nur gewinnen. Das ist die New Economy. Vielleicht ein weiteres Beispiel. Ihr seid Aufsichtsrat, ihr seid in einer führenden Position einer Hotelkette beispielsweise. Ihr seid Generaldirektor oder Eigentümer einer großen Hotelkette und ihr habt den Auftrag, die Profitabilität der Hotelkette mit geringen Investitionen um 20% zu erhöhen oder um 10%. Und die Methoden müssen legal sein, also bitte kein Drogenhandel, kein Stundenhotel oder ähnliche Dinge. Welche Möglichkeiten dazu habt ihr? Ihr besitzt ein Hotel und wollt die Profitabilität erhöhen. Welche Möglichkeiten dazu habt ihr? Ja, Booking.com eintragen, das macht aber jeder. Da bist du aber schon. Das hat schon jeder vor 5 Jahren gewusst. Was noch? Ja, Trivago auch. Und Hotels.com auch. Und alle anderen auch. Ja, gut, das hat heute auch schon fast jeder, aber was? Wie kann man plötzlich den Profit ohne große Investitionen um 10-20% steigern? Hast du ungefähr, ich glaube, 10 Milliarden Dollar? Hast du so viel Geld? Ja, wenn du es hast. Ja, das waren aber auch schon viele und das macht vor allem Booking.com.
Jetzt habe ich eine andere Frage. Wenn ihr heute, das kommt schon näher, aber vielleicht eine andere Frage. Wenn ihr heute einen Urlaub bucht, wo geht ihr denn hin? Bewertung. Ja, aber geht's mal, wo geht's schon? Ja, online, booking.com, trivago.com und so weiter. Wie viel Prozent des Bruttoumsatzes des Hotels, also inklusive Steuern und allen, nehmen diese lieben Buchungsseiten? 25%. Ja, 15-25%. Das heißt, die Buchungsseite aus Silicon Valley nimmt 25% oder bis zu 25% des Umsatzes. Auf der anderen Seite, der Hotelbetreiber, der das Hotel betreiben muss, der das Personal zahlen muss, den Betriebsrat sich ärgern muss, die Heizung bezahlen muss, die Miete bezahlen muss und auch in Österreich und Deutschland auch die Steuern abführen muss, was der andere Konzern nicht machen muss, der kassiert, muss das mit 75% machen. Ist das sehr fair? Allerdings, wenn beispielsweise deine Gäste, deswegen war der Hinweis nicht so schlecht, nicht auf booking.com buchen, sondern auf deiner eigenen Plattform, musst du dann auch 25% an einen amerikanischen Geierkonzern zahlen? Welche Leute brauchst du dazu, die das können? Gutes Personal bei der Rezeption. Nein, nicht nur. Wo brauchst du jemand anderen, der da was kann? Was? Ja, nicht ganz, aber du kommst schon in die Nähe. Ich gebe euch vielleicht ein weiteres Beispiel. Würdet ihr sagen, ich bin ja hauptberuflich Investmentbanker, dass ein Vertriebsmann einer Investmentbank eine Bilanz lesen können sollte? Ja oder nein? Nein. Ich gebe euch ein Beispiel, weil mein bisheriger bester Vertriebsmann, der kommt aus Kärnten, ist ein Kärntner Bauernbauer. Ja? Er wiegt ungefähr 140 Kilo. Er sauft wie eine Horde von Pferden, die gerade die Wüste durchquert haben. Ja? Er raucht wie ein Schlot, wenn er sich in meinen Aston Martin setzt, muss ich befürchten, dass er gar nicht hineinkommt. Das ist eine physische Herausforderung. Und selbst wenn ich ihn hineinbringen würde, würde das höchste zulässige Sandgewicht dieses Fahrzeuges überschritten werden. Ja, und Ähnliches. Aber was er aber sagt, er kann mit den Leuten saufen gehen und sie unterhalten. Er kann mit Leuten umgehen und deswegen bringt er immer wieder Kunden, die mit mir Investmentbankengeschäfte oder Immobiliengeschäfte machen, weil er kann keine Bilanz lesen. Wenn ich ihm eine Bilanz sage, sagt der Gerald, was soll der Scheiß? Und er hat durchaus recht, für einen Vertrieb braucht das nicht. Allerdings, ich gebe ihm jedes Monat Essen. Bei dem Essen muss ich einerseits immer, kann ich beim Mitessen, weil er bestellt so viel, und isst auch so viel, dass ich meine kärgliche Abendmahlzeit, ich meine, ihr seht das ja, ich bin nicht gar so dick, ich bin eher, habe die Tendenz, dass ich selbst meine Röhrenjeans mir bald herunterrutschen und ich den Gürtel enger schnallen muss. Kann ich immer beim Mitessen, ne? Und dann normalerweise besprechen wir die Deals und einmal habe ich gesagt, du bekommst eine Konkurrenz. Und er hat gesagt, was? Ich kann so gut saufen, ich kann so gut die Leute unterhalten, das gibt's nicht. Wer ist die Konkurrenz? Kann der mehr saufen als ich? Kann der mehr feiern als ich? Kann er mehr Vögel als ich und organisieren? Und die Antwort war, gesagt, nein, ich nenne ihn Mr. Huff. Er hat gesagt, was heißt Mr. Huff? Die Hälfte von mir, das gibt's nicht. So wie ein Kärntner Bauernbauer-Dialekt. Dann habe ich ihm gesagt, naja, schau dir mal den an. Der Typ ist halb so alt wie du. Er hat halb so viel Gewicht wie du, wenn überhaupt. Er kann halb so viel trinken wie du. Aber er wird dich bald übertreffen. Dann habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, was? Das ist ja Baby. Das gibt's nicht. Dann habe ich ihm das Bild von ihm gezeigt, er war hoffnungslos fertig und hat sich ein ganzes Maß Bier hineingezogen vor lauter Erschöpfung. Was kann mein Vertriebsmann ist 44, was kann der 22-Jährige mit so einem Babyface, dass er, wenn man mit ihm in einen Club geht, die Leute nach seiner ID fragen? Was kann der? Wieso bedroht er den Job des Vertriebsmanns? Er kann Frauen aufreißen. Nein, vielleicht die nächste Frage. Man kann, der Vertriebsmann kann Leute unterhalten, auch der kann auch Frauen aufreißen. Und der andere kann gar nichts, der ist vollkommen unbeholfen. Er hat sogar dicke. Was? Er kann tanzen. Nein, er kann weder tanzen noch Frauen aufreißen, noch gar nichts. Wenn er mit Leuten spricht, rennen sie weg. Und wenn er irgendwo in einen Club geht, schaut jeder weg. Was kann der Typ? Ja, er kann Social Media, er kann Facebook, er kann Instagram, er kann Snapchat, er kann YouTube und er kann Google. Er versteht, wie Social Media funktionieren. Er versteht nämlich die neue Form des Vertriebes, das sogenannte Online-Marketing und Online-Vertrieb. Das ist der Unterschied. Der alte Dicke versteht das Saufen, was man hier tut, siehe. Schon viele Gläser. Meistens sind noch nicht leer.
Ja? Aber der versteht davon gar nichts, der versteht nur die neue Welt. Ja? Vielleicht ein weiteres Beispiel. Du bist heute Bankdirektor. In der Vergangenheit ist er beispielsweise, wie hast du als Bankdirektor dein Geschäft gemacht? Du bist mit Anzug und Krawatte in einem Büro gesessen und hast gewartet, dass die Kunden kommen, um ihre Eigenheime zu finanzieren. Und die Bank hat schöne Werbeplakate gemacht. Der glückliche Kunde mit dem glücklichen Eigenheim von der glücklichen Bank. Wir helfen ihnen, ihre Träume zu verwirklichen. Jetzt hast du heute zwei Bankdirektoren. Der eine sagt, Google ist böse. Davon verstehe ich nichts. Und das mache ich nicht. Und der andere hat einen eigenen Blog, bei einem eigenen Finanzblog bereits. Und eine eigene Fanbase und eigene YouTube-Videos. Und jetzt kommt irgendwann der neue, die Bank hat einen neuen Compliance Officer. Und der neue Compliance Officer muss natürlich sich wichtig machen und einen neuen Compliance Code definieren. Und der alte Compliance Code hatte 438 Seiten. Der Compliance Code, neues Compliance Officer sagt, der ist viel zu kurz. Wir machen einen, der hat 3500 Seiten. Und insbesondere das Thema Anfütterung. Ich habe noch nie gedacht früher, dass man Rehe anfüttert, aber nicht Menschen. Hat da dann insgesamt eine 81-seitige Abhandlung. Und außerdem sage ich dir drinnen, muss da jeder Mitarbeiter der Bank jetzt unterschreiben, dass er alles verstanden und gelesen hat und dafür die Einhaltung haftet und persönlich dafür einsteht, wenn irgendetwas verfehlt wird, dass er dafür bezahlt. Und eine Bankmitarbeiter ist so ängstlich und sagt, Google ist böse. Er sagt, ich kann nicht haften, ich kann nicht unterschreiben. Und dann was muss er machen, wenn er den Compliance-Code nicht unterschreibt? Was? Er muss kündigen, er muss sich einen neuen Job suchen. Gibt es aber einen zweiten Bankdirektor, der hat ein Social Media Following. Und der ist irgendwie recht lustig und so weiter und der ist recht cool drauf, weil der versteht das. Und der sagt zum Compliance Officer 3800 Seiten, was soll der Scheiß? Was ist die Antwort des Compliance Officers? Ja, auf Wiedersehen, er muss seinen Job wechseln. Jetzt sind beide zwei Banker am Jobmarkt. Der eine hat ein Social Media Following. Und damit auch eine entsprechende, wenn das ernst und aktiv ist, aktive Kunden. Und der andere hat nichts. Was wird ungefähr das Verhältnis sein des Gehaltes, das der eine bekommt, der das nicht hat, zum anderen, der es bekommt? Was wird das Verhältnis sein? Ja, lauter. Ja, ungefähr dreifache. Was sagt noch jemand? Zweifach? Okay, zweifach, dreifach, das kann durchaus stimmen. Na, das ist falsch. Wenn du Kunden hast und gute Geschäfte machst, bekommst du nach wie vor auch Geld dafür. Aber zweifach, dreifach, vielleicht vierfach, je nachdem, da gibt es auch gewisse gesetzliche Limite. Aber ihr seht, die Sachen sind nicht ganz unwichtig. Und ich mache vielleicht jetzt ein Experiment. Ich würde bitten, dass niemand von euch beleidigt ist. Das ist sehr politisch unkorrekt. Also in den heutigen Trend der politischen Korrektness, der Gleichbehandlung und allen anderen, würde das leider überhaupt nicht hineinpassen. Also ich bitte vorab, wenn irgendjemand sich dafür angegriffen, beleidigt oder ähnliches fühlt, vielfach um Entschuldigung. Und ich nehme auch keine Haftung für irgendwelche psychologischen Folgeschäden, wo man dann vielleicht Burnout hat, Psychotherapeuten braucht und ähnliches. Also ich möchte bitte darauf hinweisen, dass ich dafür auch nicht das übernehme. Was ist im Online-Geschäft der größte Markt? Was ist der größte Markt des Online-Geschäftes? Was? Sex. Und auch wenn die meisten Leute es nicht glauben wollen, aber es sind halt viele Leute am Abend notgeil. Ich bin mir sicher, dass niemand von euch das passiert oder jemals passiert ist, dass ihr alle in einer glücklichen, sexuell erfüllten Beziehung lebt. Deswegen muss ich die nächste Frage sehr hypothetisch stellen. Das heißt, ihr müsst euch in eine andere Person hineinversetzen, die zu diesen vielen Leuten gehört, die am Abend notgeil vom Computer sitzen und sexuell unerfüllt sind und gerne Sex hätten. Und die haben zwei Plattformen zur Auswahl. I want to have sex now mit 7 Millionen Zielobjekten. Und I will have sex now.com mit 10 Millionen Zielobjekten. Bitte versetzt euch hypothetisch in die Position einer Person, die sexuell unerfüllt ist und notgeil ist und auf eine beide Plattformen die Auswahl hat. Wer von euch würde auf die Plattform I want to have sex now mit 7 Millionen Mitgliedern oder Zielobjekten gehen? Ich sehe niemanden. Wer würde auf die mit 10 Millionen gehen? Okay, ich habe gesagt, das soll sich hineinversetzen, aber zumindest trotz allem habt ihr euch nämlich eine, das mache ich auf jeder Uni, wo ich einen Vortrag halte. Und das Ergebnis ist, in diesem Fall war es ungefähr 1 zu 12,
weil die anderen nicht mitgemacht haben. Auf den Unis machen mehr Studenten meistens mit, aber das Unterergebnis ist zwischen 1 zu 10, 1 zu 50. Um wie viel hat die eine Plattform mehr Zielobjekte als die andere? Die eine hat 10, die andere 7. Wie viel Prozent? Nicht einmal 50%, also ungefähr 40%. Wie viel mehr Leute, wie viel Prozent mehr Leute gehen auf die Plattform, die 10 Millionen hat anstatt 7 Millionen Zielobjekte? Naja, 10 mal mehr. Wie viel wird diese Plattform mit 10 Millionen mehr wert sein als die mit 10 Millionen? Zumindestens 10 mal mehr. Zumindestens, weil sie 10 mal so viele Views hat, 10 mal so viele Ad-Klicks, 10 mal so viele VIP-Mitgliedschaften und so weiter und so fort. Und ihr habt euch jetzt das genau wie überall ein folgendes Prinzip des Internets bewiesen, nämlich das Prinzip Winner takes it all. Das heißt, der Gewinner, der die Plattform hat, die meisten User, die beste Plattform, die interessanteste Plattform hat, schafft sich ein Monopol oder ein Oligopol. Und das bedeutet, was du heute auch in der Welt siehst, beispielsweise von Google, YouTube, Facebook, angefangen Instagram bis hin Apple, iTunes Store und weitergehen auch beispielsweise Deutscher Immobilienmarkt, Immobilien Scout und Immowelt beispielsweise. Und es wird immer auch Dating-Plattformen sind beispielsweise relativ oligopolistisch organisiert. Das heißt, du hast wenige Marktteilnehmer, die am Ende den Markt beherrschen. Was passiert mit den Leuten, die ein Monopol oder Oligopol haben? Verdienen die gut oder schlecht? Sehr gut. Also beispielsweise in Venedig habe ich, da gibt es ein oligopolistisches Taxi- oder Wassertaxiwesen. Da wollte ich beispielsweise vom Venediger, vom Piazza di Roma so nach Mazzorbo fahren. Wie viel hat das gekostet? Nein, wie viel? 50. Nein, 150 Euro wollten sie am Anfang. Und ich habe dann verhandelt und drei Taxifahrer gegeneinander ausgespielt, dann habe ich es um 120 bekommen. Mehr gab es schlicht einfach nicht, das ist ein Monopol oder ein Oligopol. Ist es leicht, ein Monopol oder Oligopol zu durchbrechen? Also ist es sehr leicht, in so einen Markt dann einzusteigen, wenn jemand anderer Monopolpricing oder Oligopolpricing-Power hat? Ist ganz schwer. Es geht, aber es ist nicht leicht. Und jetzt, ihr müsst euch eines vorstellen, genauso wie der Bankdirektor, genauso im Immobilienmarkt werden sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren in den meisten Märkten die Würfel fallen. Egal, ob du Universitätslehrer oder praktischer Arzt oder Kinderarzt bist. Egal, ob du Bankdirektor oder Versicherungsagent bist. Egal, was du machst. Ich gebe euch vielleicht noch eine weitere Fragestellung. Ich war mal bei einer Konferenz in Las Vegas, also im Land, wo viel gespielt wird. Die Casinos sind dort legal und werden kräftig benutzt. Aber ich bin nicht wegen den Casinos hingefahren, sondern habe ein paar Vorträge angehört. Und da waren drei Leute, ein Notar aus Iowa, ein Bestattungsunternehmer aus Montana und ein Tierarzt aus Mississippi. Sind Montana, Iowa und Mississippi die fortschrittlichsten Bundesstaaten Amerikas? Und ist Notar und Tierarzt, ist Notar, Bestattungsunternehmer und Tierarzt, sind das die fortschrittlichsten Branchen der Welt? Also wird man dort den größten Fortschritt der Menschheit vermuten? Und ich gebe euch vielleicht jetzt eine Frage. Wie viel Prozent des Umsatzes haben diese drei Leute online gemacht? Wie viel Prozent? Wie viel? 60. Wer von euch sagt weniger als 50? Wer von euch sagt 50 bis 75? Okay. Gibt es auch irgendwelche Raten? Wer von euch sagt 80? Wer von euch sagt mehr als 80? Okay, gut. Die Mehrheit von euch hat noch nicht ganz richtig geraten. Also der Bestattung, der Notar aus Iowa war der konservativste, der hat nur 82%. Der Bestattungsunternehmer und Hersteller von Sergen aus Montana hatte 86% des Umsatzes online. Aber das Beste war der Tierarzt aus Mississippi. Weil Mississippi ist ein Bundesstaat, wo die alle Leute dick und fett sind. Das heißt beispielsweise, der Gouverneur und der Parlamentspräsident sind einmal aufgenommen worden. Der Gouverneur hat 170 Kilo und der Parlamentspräsident 140. Und er hat gesagt, losing weight is so fucking tough. Der Triple Whopper Burger hat dort Verkaufsrekorde. Ebenso die Big, Multi-Level Pickups von General Motors und Ford und Toyota. Das ist Mississippi. Und natürlich, wenn man dort Tierarzt ist, merkt man auch, dass viele Hunde so dick waren, dass sie nicht mehr gehen konnten. Und dass sie am Bauch am Boden herumgeschleppt haben.
Und Mississippi ist das Land nicht teuer und hat eine Laufbahn für Hunde gemacht. Und hat gesagt, I make your dog fit. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er es auf YouTube gestellt. Und Bilder davon gemacht. Und plötzlich haben das Millionen Leute gesehen. Und bevor er das gemacht hat, er hat 97% seines Umsatzes online. Bevor er das gemacht hat, war sein Satz pro Sitzung $40. Mittlerweile ist ein Satz pro Sitzung $1,000. Die Leute aus Silicon Valley, aus New York City, aus Florida und sogar aus London sind schon eingeflogen gekommen, um ihre dicken, fetten Tiere auf die Laufbahn I Make Your Dog Fit zu bringen. Ja? Wir haben heute neun Assistenztierärzte, die Wartezeit ist ein halbes Jahr, damit man sich durch seine Künste auf der Laufbahn in Mississippi den dicken Hund wieder zum Laufen bringen kann. Tierarzt aus Mississippi, 97% Online-Umsatz. Und ich kann euch nur eines sagen, die New Economy wird in den nächsten 5 Jahren, werden in jeder Branche die Würfel fallen, wer zu den wenigen Gewinnern gehören wird und wer wirtschaftlich unter die Räder kommt. Egal ob Rechtsanwalt, Kinderarzt, Dachdecker, Schlosser, Investmentbanker, was auch immer ihr macht, es wird genau den Unterschied machen, ob ihr auf der Have- oder Have-Not-Seite seid. Die Leute, die es verstehen, werden sehr viel Wohlstand haben. Und die Leute, die es nicht verstehen, die werden wirtschaftlich unter die Räder kommen. Und ich möchte zum Abschluss, ich hoffe, das funktioniert, vielleicht ein lustiges Song vorspielen. Wer von euch hat sich schon mal mit einer Airline geärgert, wenn sie euer Gepäck kaputt gemacht hat? Ich auch, was ist da passiert? Erzähl. Wir rennen rein bis zum geht nicht mehr. Ja, das passiert häufig. Ich meine, meine Sekretärin hat sich schon zu krumm und tode geärgert. Also beispielsweise einmal bin ich nach New York geflogen und der Flieger war 6 Stunden verspätet, der Rückflug. Und wir haben gefragt, wann wir die Rückerstattung laut EU-Recht bekommen. Und meine Sekretärin hat gesagt 24. Er hat gesagt 24 Tage, das ist aber lang. Sie sagt, nein, sie meinen 24 Wochen. Auch das hat man einem Musiker aus Kanada gemacht. Und dem hat man auch sein Gepäck und seine Gitarre kaputt gemacht. Und der hat auch hin und her gerannt und die haben alle mir alles erzählt, aber sie wollten ihm seine arme Gitarre nicht mehr ersetzen. Und er hat dann halt eine Antwort gemacht für United Airlines. Ich spiele es euch mal kurz vor. Ist das nicht gute Werbung für United Airlines? Lies bitte mal die Zahl. Haben 15 Millionen Leute auf YouTube gesehen und insbesondere mehr als 100 Millionen Leute. Mehr als die Bevölkerung Österreichs, Deutschlands und der Schweiz zusammen. United Airlines hätte sich gar keine bessere Marketingkampagne einfallen lassen können. Er hat nicht mehr gezahlt. Das Beste war, ich erzähle euch ein wenig die wirtschaftlichen Auswirkungen von dem Ganzen. Der Aktienkurs von United Airlines, einer der größten Airlines der Welt, ist um 12% oder etwa $300 Millionen gefallen. Und der CEO von United Airlines musste beinahe zurücktreten. Das Nettovermögen des Provinzmusikers aus Halifax in Kanada, also nicht einmal Amerikaner, sind in 2 Jahren von 0 auf $15 Millionen gestiegen. Und der Hersteller Gitarre, der das auch erkannt hat, dessen Vermögen ist ebenfalls gestiegen von $2 Millionen auf $8 Millionen. Und das Beste war, der Provinzmusiker aus Halifax in Kanada wurde auf Universitäten wie Harvard und Princeton und Stanford eingeladen, um über Online-Marketing zu sprechen. Und der amerikanische Kongress hat ein Hearing gemacht zum Thema Airline-Customer-Service und eingeladen die Bosse der größten Airlines der Welt. Die Bosse von American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Northwest Airlines, Southwest Airlines und US Airways, die zusammen insgesamt etwa 10.000 Flugzeuge und 1 Million Mitarbeiter kontrollieren. Und der Provinzmusiker aus Halifax in Kanada
Und der Provinzmusiker aus Halifax in Kanada hat die ganzen Airline-Manager, die mächtigsten Airline-Leute der Welt, dastehen lassen wie Trotteln vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Weil dieser Herr schon vor einigen Jahren verstanden hat, die Power von Online, die Power der New Economy. Und in den nächsten Jahren wird es in Europa genauso gehen. Die Leute, die das verstehen, was in diesen Geräten und diesen Plattformen steckt, die es für sich nützen und neue Geschäftsmodelle machen, die ganzen Bürokraten in den Arsch treten und die Märkte revolutionieren, die werden sehr viel Erfolg haben. Und die Leute, die es ignorieren und die Meinung unserer Politik haben, Google ist böse, das geht nicht, das muss reguliert werden und so weiter, die werden wirtschaftlich unter die Räder kommen. Und was ich euch wünsche, dass viele von euch, wenn nicht alle von euch, die Möglichkeiten, die unternehmerischen Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, nützen, um eure Karriere zu revolutionieren, um Unternehmer zu werden und um die Welt wirtschaftlich auf den Kopf zu stellen, den Bürokraten damit in den Arsch zu treten, damit eine Menge Wert zu stiften und gleichzeitig auch eine Menge Geld zu verdienen. Und das wünsche ich mir von euch, dass ihr zu den Leuten gehört, David gegen Goliath. Umsatz der Bürokrat, der alles blockiert. Und da sitzt der kleine Provinzmusiker aus Kanada, der am Ende mehr Geld gehabt hat als der United Airlines Chef, der mit einem kleinen Video die bürokratische große Airline einfach auf weltweiter Basis blamiert hat. Das ist das, was ich wünsche. Kick Ass und dreht jetzt den Bürokraten und den Affen endgültig in den Arsch. Alles Gute!